Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Light Platinum oder Fail Platinum. Wie soll ich sagen, ich werde es wahrscheinlich nie wieder hinkriegen, eine Folge aufzunehmen ohne Delays oder kein Ton im Hintergrund oder vielleicht ist meine Stimme auch mal zu leise oder ich finde den Weg nicht. Jedenfalls weiß ich jetzt, wie es weitergeht, und zwar waren wir schon hier richtig, wo ich dachte, hey, hier geht's gar nicht weiter. Ich hätte einfach mal surfen sollen. Devin kann uns den Weg leisten. Hallo, Guy. Ja, nö, dann kämpfen wir nicht gegen den Typen, wenn er nicht mit uns kämpfen will. Dann haben wir hier einen Whirlpool. Und ja, dann sind wir jetzt endlich auf dem Weg zur siegreichen Straße. Willkommen auf der Siegesstraße, Bitch. Ich suche eine wahre Herausforderung. Auf der Lauren Road trainiere ich meine Pokémon. Alles klar, Mädchen. Wieso habe ich eigentlich den guten alten Glurak vorne? Kann man mir das mal sagen? Beasten würde hier viel besser reinpassen. Ich war mit seiner Schockwelle. Und vielleicht noch mit seiner Schockwelle, je nachdem, wie viel Schaden er macht. Und dann hätten wir dann Lapras, was auch mit einer Schockwelle ziemlich viel Schaden bekommt. Jetzt hätte ich am liebsten Donner gehabt, weil wenn es regnet, trifft er noch 100%. Ich glaube, das habe ich in Folge dieses Let's Plays schon mindestens 11 Millionen Mal gesagt. Boah, du bist wirklich ein sehr starker Trainer. Ich muss wahrscheinlich noch trainieren, bevor ich die Elite vorausfordern kann. Das war jetzt kein Delay, ich habe einfach nur weitergeredet. Also noch ist alles im grünen Bereich. Alter, Tintoxa, what the fuck? Pokémon. Ich meine, ne? Ich suche eine Ware, blablabla, er sagt genau dasselbe. Und da ist nur ein Golking und das machen wir mit einem Shockwave. Ich sagte einem Shockwave, nicht zwei Shockwave, so war es auch nicht geplant. Hier geht schon mal nicht weiter. Vielleicht sollte ich mir mal... Eventuell habe ich ja Dingens dabei. Was uns sehr viel weiterhelfen würde. Schutz, Schutz, Schutz. Super Repair. Hab ich doch. Jetzt können wir nämlich endlich hier langfahren, ohne die ganze Zeit abgefuckt zu werden. Ja, diese... Weißt du, die Leute hier auf der Route sind ein bisschen sprachfaul. Die können alle nur dasselbe sagen. Und weil Reiser setzt Hagel ein und ich denke mir so, Shockwave, wenn die nur dasselbe sagen, setze ich nur dasselbe ein. Tut mir echt leid. Und da ist auch noch ein Wylord. Wylord! Boom! Dann nützt ihm seine hohe Verteidigung auch nichts. Und jetzt ist auch noch Beastenlevel 65 geworden. Das feiern wir, indem er sagt, dass er wirklich noch trainieren muss, bevor er ein starker Trainer wird. Man kann auch nicht zu viel warten. Dies ist ein guter Platz, um zu surfen. Ne, echt, hier kommen die ganze Zeit Monster. Ja, und die sucht auch eine wahre Herausforderung. Hat einen Tintoxa. Wenigstens haben sie nicht alle dieselben Pokémon, ne? Da soll mich ja der Dialog nicht stören. Auch wenn ich die ganze Zeit jetzt wahrscheinlich nur Schockwelle einsetzen werde, bis ich keine Schockwelle mehr habe. Weil, warum nicht? Vielleicht bin ich auch viel zu schnell. Hm, wer weiß. Erstmal diesen Pokéball hier mitnehmen. TM15. Das hatten wir doch gerne. Haben wir hier noch was in der Ecke? Nichts. Aber unser Repel ist ausgelaufen, das wir direkt mal nachgereicht haben. Ah, hier gibt's auch nichts. Die Victory Road ist ziemlich nass, muss ich dazu sagen. Und sie sucht eine wahre Herausforderung. Aber das sind wir nicht. Eine wahre Herausforderung wäre was auf ihrem Level, aber... Oh. Dann halt Doppelkick. Oh. Hm. Wie wär's mit Jamon? Der braucht eh ein bisschen Training. Packen wir jetzt unseren guten Biesten zurück. Und lassen Jamon... Was? Jamon hat drei fucking Dinger. Das finde ich jetzt auch unnötig, weil wenn man einmal hier drin ist, braucht man das nicht mehr. Eigentlich. Super Potion. Die meinst du jetzt ernst, ne? Komm, dich nehmen wir auch noch mit. Weil wir brauchen das Training. Ihr habt den Arenaleiter, also ihr habt den letzten Arenaleiter gesehen. Der war uns ein bisschen voraus mit dem Level. Okay, ich kann so spielen, dass ich die Schwächen und so berücksichtige und dadurch wahrscheinlich auch mit diesen unterlevelten Pokémon locker gewinnen werde. Aber man kann nie wissen. Ja, man kann nie wissen.
Man soll mit allem rechnen und das tue ich auch. Von daher, da gibt es auch noch ein Pokéball. Und das bin ich hier. Mount Oren. Ultraball. Back Super Repel. Immer noch Mount Oren. Und hier komme ich nicht lang. Aber Boss Zero wants to talk you at the top. Warum müsste sich jetzt der Boss mit mir unterhalten? What the fuck, man? Ich besieg den sowieso, wenn es drauf ankommt. Erstmal back. Hyper Potion. Hui. Wo ist denn der Boss? Mount Oren. Wahrscheinlich ganz oben, ne? Oh. Musik hat sich geändert. Das heißt, wir sind gleich ganz oben. Was ist das denn? Ein mysteriöser Tempel. Es sieht so aus, als würde er irgendwo hinführen. Aber wohin? Ich gehe mal davon aus, dass jetzt keine Monster mehr kommen. Ich setze trotzdem ein. Mhm. Pokéball vielleicht? Noch ein mysteriöser Tempel? Mhm. Dann wird jetzt in der Mitte auch ein mysteriöser Tempel sein. Sache an, das ist ein mysteriöser Tempel. Hallo. Ah, du weißt, ich kann einfach nicht verstehen, was die Leute an dieser Welt finden. Es ist ein immer wiederkehrender Kreis und es wiederholt und wiederholt sich. Von Generation zu Generation, bei allen Leuten, die ihre Ideale verteidigen und über und darüber kämpfen. Aber du warst die eine Person, die dafür verantwortlich war, Team zu besiegen. Ja, und das werde ich jetzt auch wieder tun. Ich weiß nicht, wie Zero gesprochen hat. Dragoran, Level 77. Komm her, Devin. Du machst das mit einem Ice Beam? Easy. Hoxorus? Ich weiß nicht, wer Hoxorus ist. Ein Drache. Drachenklau. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ihn natürlich direkt ausgelöscht. Und was hat er noch? Hydrogegon ist auch ein Drache. Ah, Drachenklau gegen Drachenklau. Ja, ist jetzt egal, welchen Pokémon ich einsetze. Leaf Blade, zack, tot. Und das, obwohl ich unterlevelt bin. Easy. 65 für Devin. Ich habe den nicht mehr hinzuzufügen. Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das dreht durch. Er dreht so hart durch, dass er verschwunden ist. Egal. Das ist eine Siegesstraße, die mir gefällt. Also ich mag nicht so die Siegesstraßen, die so voll mit Trainern sind. Die ist doch angenehm. Mount Oren. Hä? Geh grad zurück. Ach, ich und mein Orientierungssinn. Ah doch, gehe ich. Aber jetzt ist der weg. Nachdem der Typ mit uns reden wollte. Team 26. Habe ich in meinem Boto getan. Was riech ich hier noch? Powerball. Nächster Gegner, der mal wieder eine Challenge sucht. Nicht mal in so Leaf Blade. Und Leaf Blade. Und Leaf Blade. Oh, Leaf Blade. 65. Und die sagen auch immer nur dasselbe, was schade ist. Es hat so viel Potenzial, aber wer, ne, macht sich schon die ganze Mühe. What the fuck? Okay, erstmal back. Für den Fall, dass ich jetzt gegen einen von denen kämpfen muss, brauche ich meinen Harima, weil Harima ist mir schon wichtig, dass er dabei ist. Und zwar mit voll HP. Hallo. Endlich, bist du da? Die drei, also wir drei haben schon auf dich gewartet. Wir werden dich bekämpfen, 1 gegen 1, los geht's. Okay. Schau her. Es fängt an mit Beasten. Mit Doppelkick. Boah, Beasten, was? What the fuck? Beasten, what the fuck, Beasten? Focus Punch. Focus Punch. Focus Punch.
Ja, Crunch. Serpio, das ist ja Pflanzen, ne? Fire Blow. So. Skeptile. Skeptile ist letztendlich, und die habe ich ja auch. Gut. Zweimal Pflanze, wunderbar. Verdammt, ich habe verloren. Schöner Sieg gegen einen einfachen Gegner. Ich werde nicht so einfach zu besiegen sein, du arrogantes Stück Silber, ey. Das glaube ich auch, dass er nicht so einfach wird. Hier muss ich echt überlegen. Ich komme aber auch auf Unlicht nicht klar. Kam ich noch nie. Jetzt heilt der Spaß dich auch noch. Ich mache keinen Schaden mit keinen meiner Attacken. Flug. Aber war ja auch nicht sehr effektiv. Torterra. Flug. Ja, Synthese, warum auch nicht. Und Flug. Ja, geil. Wird knapp, Leute. Wird knapp. Wird interessant. Ich stehe in einer Challenge gegenüber und die ist nicht schlecht. Und Typhlosion mache ich mit Waterfall K.O. Und nochmal mit Wasserfall. Okay. Verdammt, ich habe verloren. Silber redet die ganze Zeit nur, aber kann nichts wirklich. Ich zeig dir mal, wie richtige Trainer kämpfen. Und ich habe mich doch eben erst gewonnen. Ach, der hat noch 26 HP. Dann heilen wir den mal. Weil der wird uns am meisten helfen gegen den guten Alten. Dort ja nichts mehr. Ich habe keine Bodenattacke mehr, fällt mir gerade ein. Geil. Nee. Eismech? Eismech ist ja Kampf, ne? Oh mein Gott. Okay, dann nutze ich jetzt den hier, um Harima zu pushen. Um dann Strength einzusetzen und ihn noch zu töten. Pikachu. Setze ich erstmal Harima ein und Erdbeben. Easy. Und Glurak. Was machen wir gegen Glurak? Drachen? Ja, ist ja kein Drache. Crunch. Fly. Und tot. Ja, ein Glück, dass wir die besiegt haben. Wow, du bist unglaublich. Wow, du hast alle drei hintereinander besiegt. Du bist echt der Pokémon-Meister. Nun kannst du endlich Lawrence Elite 4 herausfordern. Ja, so schwer war das auch nicht. Ihr wart doch alle Noobs. Da haben sie sich auch viel Mühe gemacht bei der Gestaltung dieser Arena. Ich meine, dieser Liga. Da haben sie auch nicht mal mehr übersetzt. Also komplett nicht mehr übersetzt. Ja, jetzt bin ich auch endlich in der Liga angekommen. Demnach könnte ich jetzt auch alle Attacken, die ich nicht mehr brauche, verlernen. Wie zum Beispiel Whirlpool. Sollte ich Whirlpool nochmal brauchen, habe ich verkackt. Aber brauche ich ja nicht. Und anstatt Whirlpool bekommt ihr nämlich jetzt wieder Erdbeben. Weil das ist eine Attacke, die er dann wirklich braucht. Und Shadow Ball kann keiner erlernen. Shockwave, Flammenwurf. Kann jemand Flammenwurf außer Glurak? Nein, Sludge-Bombe. Sludge-Bombe könnte er. Was haben wir denn da? 90-100. Ja, eigentlich könnte ich dafür diese Attacke weglegen.
entgiften. Ihn gegen Pflanzen einzusetzen ist jetzt nicht so das Schlaue. Gucken, was noch haben. Fassaden, nö. Dieb auch nicht. Stahlflügel eher weniger. Eisenschweif. Eisenschweif. Solarbeam. Frustration. Safeguard. Oh Leute, ich weiß es nicht. Eisbeam könnte ich nochmal gebrauchen. Hidden Power vielleicht auch nicht so schlecht. Kann jeder erlernen. Er hatte noch Scheiß-Moves. Biesten vielleicht. Thrash hat 90-10. Ist eine normale Attacke. Nee. Ja, ich möchte nichts erlernen. Sagt, ich möchte nichts erlernen. Vielleicht noch Toxic. Nutzen wir Jamon, um die Gegner zu verbieten. Verbieten. Ja, warum nicht? Nutzen wir Jamon. So kann ich ja nicht verlernen. Ja, benutzen wir Biesten, um die Gegner zu ver... Ne? Und das wird mein letzter Part, deswegen einfach Bam. Ich bin Robin, der erste der vier Top 4. Und meine Pokémon sind die Gift-Spezialität. Ja, hab ich ja einen guten Ball getroffen mit einem Flug-Pokémon als erstes. Omot, Käferflug? Bin mir nicht sicher. Hauptsache Biesten schläft erstmal. Es ist nicht Käferflug, dann ist es Käfergift. Kann demnach nicht vergiftet werden, ich weiß nicht. Ach, ganz toll. Erstmal eine Runde schlafen. Habe ich ja voll Bock drauf. Ja, Durak tot. Läuft. Weg. Ich brauche Glurak hier. Wenn ich Glurak hier nicht habe, dann ist vorbei. Lava Surfer. Wunderbar. So, und jetzt lasse ich die gar nicht erst mehr zum Zug kommen. Ja geil, Toxic. Au! Habt ihr das gehört? Mein Finger hat geknackt. Oh, wie Slimeock aussieht, voll gut. Erstmal back, habe ich Full Restore oder so? War voll hier. Das nützt mir nichts. Oh, 26 Full Restores. Bam, Fireblow. Und Lava Surfer nochmal. Ich habe noch gar nicht auf die Level geachtet. Was sagt denn das Level so? 75. Ja, okay. Geht eigentlich. Okay, ich bin nur vergiftet. Das ist besser als toxiniert. Ja, Bisaflor. Kriegt ein Eis. Jetzt muss ich Pokémon wechseln. Irgendwer, wer den Solarstrahl tanken könnte? Niemand. Dann nehme ich halt Glurak mit einem Lavasurfer. Hätte Glurak einsetzen sollen, der hätte vielleicht getankt. Wow, das war ein wirklich großartiger Kampf. Ich, ne? Ja. Ja, egal. Du musst weitergehen, um der Meister der Elite 4 zu werden. You don't say. Wiederbeleben, einmal so. Super Potion auf den hier, Super Potion auf den hier, Super Potion auf den und auf den. Weiter geht's. Gucken wir uns, vielleicht können wir an der Haarfarbe erkennen, Elektro.
Gehe ich jetzt mal von aus. Hey, mein Name ist Weiss. Ich bin einer der Member von Laurens Elite 4. Ich nehme die volle Stärke von Boden-Pokémon. Yo, was geht denn jetzt ab? Das Game ist am Rumbacken. Fuchspunch. Ja klar, Explosion. What the fuck? Yo, das ist wie so Missingo. Torterra. Dann tue ich doch wieder Glurak rausholen. Hallo? Bam. Ich wollte nämlich gerade sagen, zweimal gemisst. Funktioniert aber nicht. Kamerupt. Ja, der hat aber nicht rein Boden-Pokémon. Der hat schon Abwechslung drin. Hippo Down kann Surfer bleiben. Au. Ja, nö, mein Lapras hat, Devin hat gut. Gut Power hat Devin, ne? Stalos. Lurak. Wir wollen ja ein bisschen Abwechslung reinbringen mit ein bisschen Lava-Surfer. Machen wir ja so selten. Wow, du bist wirklich der beste Trainer, den ich je gegenüber gestanden habe. Du hast Potenzial, um ein spektakulärer Trainer zu werden. Und du solltest nicht aufhören, so ein großartiger Trainer zu sein. Ich weiß. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Weil, ne? Ich heile mich auch hier wie blöde hoch die ganze Zeit. Was haben wir denn hier? Feuer. Sagt er und jetzt kommt wieder was anderes. Was, Honig? Dein Ernst? Bereite dich vor, Honig. Also, Honey, ich bin die Elite vor und ich benutze Dark-Pokémon. Okay, ich kann an der Haarfarbe nicht ausmachen, welche Pokémon sie benutzen. Surfer. Hey, der hat meinen XP-Stern weggeworfen. Hunchcrow. Eisstrahl. Weil Vogel bleibt Vogel. Hundum. Surfer, weil Feuer bleibt Feuer. Umbreon, einer meiner Nemesis. Ich weiß echt nicht, was ich gegen den machen soll. Was für eine Attacken wirken gegen Dunkelmonster denn? Ich komme auf dieses Monster auch nicht klar, also auf Umbreon. Und mich fuckt schon wieder ab, dass ich gleich meinen ganzen Icebeam weg habe. Nur um den zu besiegen. Und Absol. Ja, gegen Absol bringen wir Biesten. Der möchte auch mal seinen Auftritt haben mit einem Doppelkick. Weil normal bleibt nur. Ich meine, der ist normal dunkel. Nagel mich nicht drauf fest. Kann auch sein, dass er Psycho. Also hier nur dunkel. Ach so, der ist Honey You. Wow, du musst echt gute Reflexe haben, um sein guter Pokémon-Trainer zu sein. Ja, ja, ich weiß. Muss ich mir nicht sagen. Hallo, du hast Drachen-Pokémon. Hehe. I'm Ryan. Ich bin der Drachentrainer. Der letzte Trainer in der Elite für... Oh, das Mädchen. I'm Rai. Ja, dann können wir danach ein bisschen zusammen Spaß haben. Eingefroren, what the fuck. Wie viel Pech kann man haben? Warte mal, wie viel Glück kann man haben? Das finde ich jetzt aber unfair. Wie wenig auch Schaden der von dem Eisstrahl bekommt. Ja, der bräuchte auch nur Surfer. Einer meiner Lieblings-Pokémon, aber auch sehr viele Schwächen. Altaria, Eisstrahl reicht. Guck mal, ich mache die Elite 4 gerade mit 67er Pokémon. Das ist überhaupt kein Problem. Ein letzter Eisstrahl. Dazu kommt es erstmal nicht. Aber das war es ja noch nicht mit meinen Drachenattacken. Ich habe ja noch Drachensachen übrig. Arima macht dann jetzt den Rest mit gegen Salamans. Ja, Outrage hat mich vielleicht gekriegt, aber Glurak hat noch eine Drachenattacke. Nö, hab Lava Surfer eingesetzt, da war ich ein bisschen schnell. Also ich hab's echt spannend gestaltet. Wow, ich bin echt beeindruckt von deinem Battle-Stil. Na, du mich besiegt hast, den Drachenthema hast, bist du fast der neue Champion von Lauren. Das war aber jetzt die Elite 4. Haben sie das wieder eingeführt.
Hauptsache ich setze Super Repel ein. What the fuck? Full Restore für den letzten Kampf. Hauen wir noch ein bisschen Full Restores raus. Max Revive. Ne, die brauche ich im Kampf. Ich weiß ja nicht, was jetzt auf mich zukommt. Noch eine Super Potion. Auch weg ist. Full Restore. Einmal. Zweimal. Okay. Weißt du, ausnahmsweise mal. Lass den Spaß beginnen. Wer ist mein Gegner? Interessant. Blake. Ach ja, der Typ von ganz am Anfang. Ich wusste, dass du... dass ich dich eines Tages gegenüberstehe. Das erste Mal, als ich dich gesehen habe, habe ich direkt gesehen, was für ein großes Potenzial du hast. Und nun ist es endlich die Zeit gekommen. Ich, der um den wahren Lauren League Champion zu ermitteln. Der hat ein weißes, hier hat er schwarz, aber vorher war er weiß. What the fuck? Ein Champion setzt, Slash ein. What the fuck? So kann er mich nicht besiegen. Lucario. Kampf, Stahl. Glurak. Dass ich das alles weiß, ne? Das ist ein bisschen beängstigend. Also von vielen weiß ich das. Nicht von allen, aber doch von vielen. Garchomp. Warum habe ich den drinnen gelassen? Ich habe keine Eisattacke. Jetzt habe ich natürlich Erstschlag-Hit vertan. Ja, das nützt dir nichts, mein Freund. Kannst aber gerne weiterschaufeln. Aber das wird ja auch nichts mehr nützen. Hydreigon. Da mache ich einmal Eisstrahl. Leafblade, nicht sehr effektiv. Kann die Zeit nutzen, während er verwirrt ist, meine Pokémon wieder zu beleben, und zwar mit Instant Lapras hätte ich gerne. Und zwar ein Elixier auf Lapras. Und dann Eisstrahl. Ja, wunderbar. Und Zorak. Zorak. Keine Ahnung. Lass ich Luis mal machen. Viel ziehe ich den nicht ab. Was? What the fuck, ey. Und Akani. Da habe ich ja gut getan, Elixier zu verwenden. Das kann ich nämlich mit Surfer. Warum kann das Akani Glut? Ist das dem sein Ernst? Der hat immer noch Glut? Ich bin sprachlos. Du hast mich overpowered. So schnell. Das war brillant. Na, da du jetzt nicht nur Zyre League gewonnen hast, sondern auch Lauren, kann man nur sagen, dass du sensationell bist. Shia, das war unglaublich. Ich bin so stolz auf dich. Und dein Vater war hier und hat gesagt, dasselbe gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin so froh, dass deine Mutter und ich hierher kamen, um dich anzufeuern. Aber wir haben den besten Teil verpasst. Shia wird jetzt die Halle entern. Komm mit mir. Das ist die Lauren League. Du wirst für immer als Master... Ich krieg nicht mal ein Endcut-Show. Ja, nett. Hallo, Mutter. Hey, Shia. Du bist der Stolz... Du bist der Stolz meines Lebens. Ich hoffe, dass du immer so sein wirst. Ja, von mir aus. Jetzt gehe ich noch zum Professor. Weil wie immer hat der Professor bestimmt was zu sagen zu mir. Sehr gut, Shia. Siehst du aus, als wärst du geboren worden, mein legendärer Trainer. Ja, aber hier ist noch ein Trainer. Ich möchte mit Ash reden. Man sieht, dass es Ash ist. Hallo. Hi, Shia. Ich wusste, dass du Desiree und die League... Ich habe ein Geschenk für dich. Weltpass. Mit dem Pass kannst du zu den World Championships. Ein Event, was jeden Jahr passiert und es hat nur die besten Trainer. Ich hoffe, dass ich dich da sehe. Bis bald. Ja, dann war das doch noch nicht der letzte Part. Ich würde mal sagen,
Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt, wir werden Weltchampionmeister.